Was spielen wir jetzt eigentlich aktuell? Oder bist du schon komplett fertig mit na, Ghost of Tsushima, sorry. Jetzt habe ich gerade einen Hänger gehabt mit Ghost of Tsushima. Hast du schon das DLC gestartet? Nur weil ich beim, ja, nur weil ich bei dem Scheißdreck da vorbeigegangen bin. Oh, bin aber mittendrin. Das ist richtig kacke. Das streichelt mir fix, das Hurensviech. Ja, ich habe die beschissenste Situation ever gehabt. Schau trotzdem, dass ich gleich runtergehen kann. Boah, Gott sei Dank. Wieder angefangen. Oh! Aber wie soll ich das verstehen? Wieder angefangen. Hast du es jetzt komplett von neu wieder gestartet oder hast du jetzt gesagt gehabt, okay, passt. Ich mache jetzt einfach mal wieder weiter. Ich frage mit Absicht gerade so deppert. Ich glaube, jetzt kann man wieder ein bisschen mehr chillen. Aber ist so das dezente Gefühl. Ich glaub, ich kann jetzt ein bisschen mehr chillen. Bin mir jetzt aber nicht so ganz so sicher. Komplett von vorne. So. Und ja, das depperte Viech ist jetzt schon wieder da. Super, Alter. Das Viech werde ich auch nicht los. Aber ich gehe einfach mal beinert weiter. Ich gehe einfach beinert weiter, drauf geschissen, was passiert. Und wenn ich das Letzte ist, was ich tue. Das kann eh sein, dass das da wirklich das Letzte ist, was ich tue. Steppert, wenn ich das höre, umscheiß. Schau noch bitte drauf, dass da kein Doserl ist. Das ist wichtig. Aber hey, schau, da werden wir wenigstens mal in einer Hitten. Das Geschissene ist, Mark hat's erwischt, aber nicht die Schwester. Weil die Schwester, auf die könnte man noch treffen. Und da könnte noch richtig geiles Drama entstehen. Da könnte noch so ein geiles Drama entstehen mit der Schwester. Oh! Bin gespannt. Ich hoffe, dass da noch so quasi noch so eine Aktion stattfindet oder irgendwas in der Richtung. Würde ich schon richtig geil finden. Würde ich richtig, richtig geil finden. Schau nur sicherheitshalber. Wer weiß, ob da nicht da vielleicht sogar irgendwas herumliegt. Irgendein Spitzhack oder irgendwas. Wer weiß, wer weiß. Es ist jemand zu Hause. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Da ist 100% die Schwester. 100% die Schwester. Aber ich wünsche schon mal definitiv viel Erfolg in Wukong. Müsste sie eh weiterspielen. Aber es gibt so viele Games. Und ich bin halt auch videotechnisch halt so dermaßen weit voraus mit Wukong. Dementsprechend stört es mich jetzt nicht, wenn ich es jetzt ein bisschen sacken lasse. Ich glaube, ich bin mindestens, glaube ich, 3 Wochen videotechnisch voraus oder irgendwas in der Richtung. Also dementsprechend lasse ich es gerne mal so ein bisschen links liegen. Aber vielleicht zocke ich sie auch dieses Wochenende. Ich habe sowieso heute noch 2 Überraschungen noch offen. 2 Games haben wir noch. Die, was ich heute noch zocken werde. 2 neue. Beziehungsweise das eine Spiel haben wir zwar schon einmal gespielt, aber nicht mit Facecam. Und na, mal abwarten. Wer weiß, was es denn sein wird. Sagte die Schwester. Sagte, irgendwo wird die Schwester sein. Ich hab so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Die bewegt leider mit ihrem Mund, Alter. Bist deppert? Achso, ja, kopftechnisch. Denkt sie vielleicht. Okay, das hätten sie aber jetzt nicht machen dürfen. Na.
Ja, ein bisschen ein paar Kehrzahlen, sicher. Wenn es jetzt wieder relativ gut geht. Jetzt darf ich ganz normal aufmachen, oder? Ich hoffe es einmal, dass ich ganz normal aufmachen darf. Nicht, dass ich gleich hier bin oder so. Digga, aber hey, da gibt es wenigstens was zum Sammeln. Ich finde es zwar halt nur interessant, dass es halt so dermaßen viel Asthma-Sachen gibt, aber passt schon. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aua, der Beast-Deppert, Alter. Volles Arsenal. Bist du wahnsinnig, Alter. Da gibt's alles in Hülle und Fülle. Da brauchst du nicht ausschessen, Alter. Dass du nix hast. Wollen wir nicht erstmal chillen? Das ist aber viel Blut. Wer ist denn da verzahnt worden? Aber das wird aber kein Viech gewesen sein. Wenn du jetzt mich fragst. Das wird safe kein Viech gewesen sein. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Das muss irgend so ein Haverer gewesen sein. Das ist super, Alter. Naja, wenigstens konnten wir für 2 Minuten chillen. Besser als nix. Weißt nicht, dass sie wenigstens einmal für 2 Minuten chillt. Nee. Wir müssen gleich natürlich wieder reinscheißen und gleich wieder weitergehen. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich wäre mal unten geblieben. Ich hätte mal vielleicht einmal kurz gechillt. Ich wäre vielleicht mal kurz schlafen gegangen oder irgendwas in der Richtung. Hätte mich mal kurz beruhigt oder irgendwas. Nein, sie muss natürlich gleich weitergehen. Muss aber auch noch bedenken, bei manchen Gebäuden. Bei manchen Gebäuden ist es vielleicht noch so, dass die da vielleicht chillen, schlafen oder irgendwas. Es wird sicher auch noch kommen. Mindestens einmal oder irgendwas wird das safe mal dazukommen. Bin schon gespannt, wenn die ersten Venen einsetzen und alles. Oh. Das könnte richtig interessant werden. Aber es muss anscheinend irgendwas kommen, wo sie relativ lange chillen kann. Oh. Ich glaube, das war unser Haverer. Oder? Nein, der schläft nur. Der ist nur am Schlafen. Der ist nur am Schlafen. Brauchst du keine Sorgen machen. Brauchst du definitiv keine Sorgen machen. Stepper, das sind lauter Hinige. Haverer. Stepper, du, oder? Warte. Habe ich das jetzt? Ja, das habe ich jetzt. Was? Was der ist sicher. Wenn dann durchgehen, dann natürlich gleich alles durchlesen. Weil manche Geschichten sind schon echt interessant. Haben schon gut gemacht. Aber ich habe so das Gefühl, dass das Viech entweder außerhalb ist oder ob es schon drinnen ist. Ich habe schon ein bisschen Respekt davor. Wie sie mal reinscheißen mit dieser scheiß fucking Tür. Digga. Jedes Mal müssen sie so dermaßen reinscheißen mit dieser scheiß Tür, Alter. Regt mich so auf. Regt mich so auf. Aber wie gesagt, ich wäre mal unten geblieben, ich hätte mal gechillt und hätte vielleicht auch mal kurz die Situation einmal ein bisschen auch verdaut. Vielleicht auch gewartet, bis es wieder regnet, damit ich es vielleicht ein bisschen wenigstens einfacher gehabt hätte. Das wäre halt quasi so meine Theorie. Das hätte ich halt quasi gemacht. Irgendwann habe ich so das Gefühl, ich mache eine Tür auf und plötzlich ist da einer. Diese Geräuschkulisse ist der 10 von 10. Ich schwöre, Digga. Das ist der 10 von 10. Ich hoffe, ihr kriegt es auch so relativ so gut wie möglich mit. Ich hoffe es wirklich, wirklich sehr, dass ihr das auch so gut wie möglich mitkriegt. Im Spiel quasi, im Stream selber, weil das ist ein Wahnsinn, diese Geräuschkulisse. 10 von 10, wirklich urg, richtig geil gemacht. Mit so dermaßen beeindruckt für 30 Euro.
zugedröhnt und kaputt war. Beste Eppert, oder? Haverer. Ja, so schnell kann's gehen. Beste Eppert. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und es ist genau, sind genau diese Momente, wo ich gesagt habe, dass ich das Spiel liebe. Wo du einfach so diese random Kurzgeschichten noch zusätzlich hast. Jetzt ist das Viech da. Entweder draußen oder drin. Irgendwo ist es jetzt, 100%. Ich glaube, das ist einmal so ein Bereich, wo du ein bisschen chillen kannst. Jetzt kommt's vorbei. So. Das bin ich. Ja, dann ist das Viech noch draußen. Dann ist das Viech 100% noch draußen. Dann haben wir nur derweil noch ein bisschen Glück gehabt. Aber ja, das mit dem Holz war ich wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ich war da ein bisschen dezent zu laut. Wir hatten schon einmal diese Situation. Dieses Scheißviech wird fix wieder da sein. In der Marsch? Ja, genau, noch mit der Pistole, Digga! Wird sich das was bringen? Na, endlich kriegt man auch mal was zum Werfen. Na, endlich ist auch mal soweit. Bist deppert. Eher die Frage, ob das das einzige ist. Ich muss jetzt auch noch ein Brett auch noch finden und alles. Na, bester Typer, Alter. Bin schon wieder komplett in Arsch daheim. Aber ey, wenigstens haben wir was zum Werfen. Das ist wichtig. Das. Ja, da habe ich wenigstens ein bisschen am Vorteil. Das finde ich gut. Kann ich mich wenigstens ein bisschen spielen. Mit dem Scheißviech. Habe ich vielleicht wenigstens eine gewisse Art von Vorteil. Es wird eh sicher bald daherkommen. Das war's eh. Was sag ich ja? Schau, wie es mir verfolgt. Das depperte Viech. Jetzt haben sie gerade den Schwierigkeitsgrad erhöht. Das depperte Hurnsviech verfolgt mir jetzt so überall. Fick dich. Fick dich, Digga. Fick dich. Das tut mir fix jetzt überall verfolgen. 100%. Bin fix in Arsch daheim. Safe. Batterie. Zeig mal her. Ja, na gut, weil, ja, ich voll Idiot. Das war, irgendwie habe ich jetzt gerade das gefeiert, Digga. Das habe ich jetzt gerade so der was gefeiert, wie kann man nur so deppert sein? Haverer, geil. Der hat das jetzt gerade voll gefeiert, Alter. Bester Deppert, Alter. Leg mir im Arsch. Ja, lad einmal auf. Sicher. Was kannst du wieder ausmachen? Ich hätte das gleich mitgenommen. Oh, die kriegt ja wieder das ganze Asthma. Oh, nee. Oder wenn ich das tragen muss, dann ist es fix den Arsch da haben. 100%. Glory Hole!
Aha. Nimm das und halt bloß die Pappen. Ich hab nicht einmal Geräusch gemacht oder irgendwas. Schreit der Depper da rum. Das ist kacke. Das ist jetzt wirklich kacke. Haverer. Alter, ich kann nicht einmal 2 Meter das scheiß Brett nehmen, Alter. Really? Really, Digi? Alter, wem willst du bitte forschen, Alter? Sind wir nicht ab? Oder du nimmst gerade mal nicht einmal eine Minute das Brett. Ich kann nicht einmal das Brett nehmen. Digga. Und scheiß schon rein, Alter. Komplett. Scheiß komplett rein, Alter. Kannst du da nochmal irgendwas machen? Aber da? Gegen das Fenster schießen? Ich glaube, das kann schon relativ sehr, sehr viel bewirken. Ich glaube, das kann schon sehr, sehr viel bewirken. Schau, dann plötzlich geht das so schnell auf. Digga. Wem willst du bitte forschen? Leg das jetzt mal ab. Riskier mal ein bisschen was im Leben. Nimm mal das mit. Und das Brettl. So. So, warte. Wir chillen jetzt noch ein bisschen. Das lassen wir jetzt fallen. Und gegen das Fenster. Jetzt Bernhard gegen das Fenster schießen. Da muss natürlich das Viech auszucken. Da müsste normalerweise das Viech komplett auszucken. Ja, das wollte ich jetzt aber. Ja. Ich scheiß wahrscheinlich jetzt komplett rein, aber ich will das jetzt machen. Ich will unbedingt reingehen. Das, was da wieder so alles gibt. Da gibt es ja ein paar Köstlichkeiten. Wow. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Drauf geschissen. Scheiß Asthma. Spray, Alter. Wirklich, ohne Spaß, oder? So ein Scheißtrick ist das. Da, wirf gleich nochmal. Hab ich jetzt noch was kaputt gemacht? Oder war ich das jetzt? Nein! Ich kann da nicht mal durchgehen. Nee, geh komm, Alter. Geh, scheiß die Wandern. Ich kann nicht mal da durchgehen, oder willst du mich ficken? Boah, ist das ein Scheiß. Nicht mal
fallen lassen. Gerade. Das Brett. Ich kann das Brett gar nicht jetzt gerade fallen lassen, ich weiß nicht wieso. Und das scheiß Headset scheißt mir gerade komplett rein. Ja, ich bin eh schon hier. Ah, okay, es macht nur. Ja, jetzt bin ich hier. Das sah man nicht, aber es ist viel zu nah, das scheiß Viech. Ist schon hart. Achso. Achso, ich denke mir gerade, Alter. Was ist jetzt für ein Scheiß? Ich hab's mir jetzt gerade gedacht gehabt, Alter. Was ist jetzt für ein Scheiß, Alter? Ah, bleib ruhig. Diese Anspannung die ganze Zeit, dieser Wahnsinn, Alter. Du bist wirklich der gefickte Hochzehn. Ich hätte gerne jetzt wenigstens ein Item oder irgendwas, was ich werfen könnte. Das wär jetzt 10 von 10. Ja. Das war jetzt wichtig. Das war jetzt ein wichtiger Moment. Das war jetzt ein sehr, sehr wichtiger Moment. Perfekt. Wir haben ja schon da gehabt, Alter. Sie mit dem Ding da und alles drum und dran. Wird jetzt wahrscheinlich komplett reinscheißen, aber passt schon. Warte, ich will die Dinger da auch mal abschießen. Sicher. Mir ist eigentlich das Gefühl, dass sie genau kurz davor reinscheißt. Ich weiß nicht. Ein ganz, ganz komisches Gefühl. Dass sie jetzt so kurz davor jetzt irgendwie reinscheißt oder so. Aber ich glaube, jetzt werden wir wenigstens ein bisschen Ruhe haben. Wind? Ja, ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, nee. War nur für eine kurze Zeit. Schade. Ich habe mir jetzt schon gedacht gehabt, man kann sich mit dem Wind ein bisschen spielen, mit dem Element, dass man dann immer quasi ein bisschen laut sein kann oder mit dem Wind agieren müsste. Dass man sagt, okay, passt, man kann zum Beispiel jetzt keine Sachen werfen oder irgendwas, wenn der Wind geht. Zum Beispiel so Kleinigkeiten. Würde ich cool finden. Aufpassen. Passen wir sich jetzt aber lieber auf. Ich würde jetzt nicht komplett reinscheißen, weil das depperte Viech ist sicher gleich wieder da. Ja, sag ja. Scheiß depperte Viech ist wieder da, Alter. Ich darf nicht einmal. Krieg ich gleich, Alter. Ist gleich mein Hals wieder in der Arsch. Super. Nur da das depperte Viech. Es wird uns noch die ganze Zeit verfolgen. Außer ich habe das Kapitel dann hinter mir. Aber es wird mir die ganze Zeit verfolgen, 100%. Aber hey, ich bin gespannt wegen einem Camp. Ich bin echt gespannt wegen einem Camp. Das wird so dermaßen feiern. Wenn es wirklich Glück hat mit dem Camp. Und dann kurz vor der Schwangerschaft
alles in den Bach runtergeht. Ich würde so feiern. Ich würde es lieben. Ich würde es so dermaßen lieben. Aber bei dem Wachturm und alles. Alter. wir müssen dann, ja, es ist so wieder ein bisschen dauern. Oder geht's jetzt von selber? Kann auch sein.